Liebe Studierende, hier sind wir wieder im neuen Semester und wir sehen uns für die Statistik 2, die traditionell auch den Abschluss ihrer formellen Methodenausbildung dann darstellt. Wenn Sie das Modul Statistik 2 durchlaufen haben, haben Sie quasi Empirie, Statistik 1, Statistik 2 und damit, glaube ich, eine ganz runde Ausbildung in Statistik erstmal bekommen. Die Statistik 2 zeichnet sich vor allem dadurch aus, das kann ich vielleicht am nächsten Slide schon am schönsten zeigen. Ich blende das hier gerade mal auf, was unser Programm ist. Das mache ich gerade so, dass Sie es gleich sehen können. Was Sie hier auf diesem Slide sehen, ist das Programm der Statistik 2 und die zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass sie von Punkt 1 mal abgesehen, sich eigentlich komplett um das lineare Modell dreht, das sogenannte allgemeine lineare Modell. Was es damit auf sich hat, wird sich Ihnen in den kommenden Wochen erschließen. Alles, was dann danach kommt, zumindest diese große Punkt 3, wo was von Regression die Rede ist, und der Punkt 4, die ANOVA oder Analysis of Variance oder Varianzanalyse, die beiden sind sozusagen die Ausprägungen des allgemeinen linearen Modells, die uns in den Sozialwissenschaften, auch Ingenieurswissenschaften, in der Psychologie eben vor allem begegnen. Damit haben Sie dann, glaube ich, das Handwerkszeug, mit dem Sie zum einen Ihre eigenen empirischen Arbeiten, wie die Bachelorarbeit, gut bewältigen können. Sie haben zum anderen aber ein solides Verständnis, um die Literatur, die Ihnen so begegnet, adäquat einschätzen zu können und auch Ergebnisse beurteilen zu können. Was wir in der Statistik 2 dann auch noch machen, was man auch in 1 hätte machen können, ist, dass wir über statistische Power sprechen. Das könnte man auch ganz tröge als Fallzahlplanung bezeichnen. Wie viele Beobachtungen brauche ich eigentlich, um Effekte, die es wirklich gibt, auf Populationsebene auch aufzudecken? Das ist was, was wir in Statistik 1 nur gestreift haben, was wir hier am Ende von Statistik 2 dann noch in einer dedizierten Sitzung besprechen werden. Auch besprechen werden wir hier sogenannte nicht-parametrische Verfahren, auf die ich jetzt natürlich im Interesse der Zeit auch gar nicht eingehe. Was wir heute machen wollen, ist eigentlich was, was auch in der Statistik 1 noch hätte sein können. Nämlich, wir wollen uns sozusagen auch zum Wiederwarmwerden mit, was war nochmal ein Signifikanztest, was zeichnet den aus, uns noch zwei andere Fälle von Signifikanztests anschauen. Wir wollen nämlich Maße, die wir schon kennen aus Statistik 1, Zusammenhangsmaße, nämlich den Chi-Quadrat für kategoriale Daten und Pearsons R für metrische Daten im weitesten Sinne, auch auf Signifikanz testen. Auch dort wollen wir fragen, wie wahrscheinlich ist es denn das, was wir beobachtet haben, oder was noch Extremeres zu beobachten in der Stichprobe, wenn auf Populationsebene es überhaupt keinen Zusammenhang, muss man dann sagen, überhaupt keinen Zusammenhang gibt. Und das wollen wir heute gleich mal machen. Das hilft uns nämlich nochmal ein bisschen warm zu werden mit dem, was Signifikanztests eigentlich auszeichnet. Vorneweg, was war eigentlich nochmal eine Teststatistik? Wie haben wir uns darauf verständigt, was ein Signifikanztest eigentlich immer tut? Es lief irgendwie immer so ab, dass wir aus unseren Daten eine empirische Teststatistik berechnet haben. Dafür brauchten wir das, was man einen Effekt auf Stichprobenebene nennen kann. Und wir brauchten für den so ein Unsicherheitsmaß. Wir mussten sagen, okay, der Mittelwertsunterschied zum Beispiel, den wir jetzt beobachtet haben, der ist ja nur eine Ausprägung einer Zufallsvariable von vielen möglichen Stichprobeneffekten, die vielleicht bei anderen Leuten oder in der Zukunft oder unter leicht anderen Konstellationen aufgetreten wären. Und der Standardfehler war ja ein Versuch, quasi auszudrücken, wie landet so ein Stichprobeneffekt rund um den Warneffekt? Die Grundidee beim Signifikanztest war natürlich, dass wir von einer Nullhypothese ausgingen und davon, dass es vielleicht auf Populationsebene gar keinen Effekt gibt. Was wir dann gemacht haben, ist, wir haben gesagt, wir können einen kritischen Wert bestimmen. Wenn die Nullhypothese wahr ist und es gibt überhaupt keinen Effekt, dann können wir einen Wert bestimmen, wo wir sagen können, also
eine Teststatistik so groß oder größer oder ja, so extrem oder extremer zu beobachten, das hat, wenn die Nullhypothese gilt, nur Alpha-Prozent Wahrscheinlichkeit. Zum Beispiel 5% Wahrscheinlichkeit. Das ist also dieses Signifikanzniveau Alpha. Was wir dann gemacht haben, ist, wir konnten quasi unseren beobachteten Effekt, unsere beobachtete Teststatistik vergleichen mit dem hypothetisierten Effekt, mit der Ausprägung von Teststatistiken, wie sie zu erwarten wären, wenn die Nullhypothese gilt. Ein T-Wert sah dann irgendwie so aus, das nur noch mal zur Erinnerung. Die wichtigste Idee hier also, wenn die Nullhypothese gilt, dann haben wir eine Idee, wie sich Teststatistiken verteilen sollten. Die sollten einer T-Verteilung folgen in dem Falle. Und heute lernen wir eben noch andere Verteilungen kennen. Deshalb nur noch mal so zum wieder warm werden, die T-Verteilung nochmal. Die T-Verteilung war lustig. Das war so eine dieser chamäleonartigen Verteilungen, die wir kennengelernt haben, die also mit der Anzahl der Freiheitsgrade, die wir hatten beim Berechnen dieser Teststatistik, ihre Form verändern kann. Und wenn so eine T-Verteilung ganz viele Freiheitsgrade hat, dann ist sie von einer Normalverteilung nicht mehr zu unterscheiden. Was wir heute uns anschauen wollen jetzt, ist vor allem die Frage, was uns das Wissen über Signifikanztests und über wie sich Teststatistiken verteilen, wie wir das auch nutzen können, um zum Beispiel Zusammenhänge, die wir in Chi Quadrat oder in Pearsons R ausdrücken können, wie wir die in einen Signifikanztest überführen können und ebenfalls so eine Wahrscheinlichkeitsaussage treffen können. Und hier oben in Lila sehen Sie gleich was uns jetzt als erstes beschäftigen soll, nämlich eine Chi-Quadrat-Statistik. Wenn wir die, also hier Chi-Quadrat, wenn wir die ausrechnen, sehen wir, dass wenn die Nullhypothese gilt, das sehen wir einfach hier, also so viel Statistikwissen haben wir jetzt, dass wir, wenn wir so eine Tilde sehen, dann wissen wir, aha, ist irgendwie verteilt. Also dieser Ausdruck, das hier oben ist Statistik 1, das ist ein Chi-Quadrat, wie es ausgerechnet wird, machen wir auch gleich nochmal. Ist ungefähr, wenn die Nullhypothese gilt, Chi Quadrat verteilt mit df gleich r minus 1 mal c minus 1. Hier wird uns also auch ein Freiheitsgrad gegeben, aber hier ist nichts t verteilt oder normal verteilt oder binomial verteilt, sondern neue Verteilung, die wir noch nicht kennen. Und die heißt verwirrenderweise wie die Teststatistik selber, nämlich Chi Quadrat. Und das wollen wir uns jetzt ein bisschen genauer anschauen. Der Chi-Quadrat-Test, von dem wollen wir jetzt nämlich auch sprechen, der wird also herangezogen, wenn wir solche Kontingenztafeln, in denen wir einen Zusammenhang beobachten können und uns dann fragen, na, wie stark ist der Zusammenhang eigentlich? Ist er bedeutsam? Ist er so stark, dass wir eine Nullhypothese von, da gibt es überhaupt keinen Zusammenhang, wirklich verwerfen würden? Das können wir hier an solchen Kontingenztafeln ausdrücken. Im allgemeinsten Fall könnten wir sagen, eine Kontingenztafel besteht aus klein r mal klein c Zellen. Also diese Zellen O, die ihr hier in der. Na, das war zu schnell. Wie geht das jetzt wieder? Verzeihung. Ja, so geht's. Genau. Diese Zellen, so einer R mal C Kontingenztafel, das ist hier sehr allgemein gezeigt, mit sehr vielen Zellen auch. Das ist eine ganz gute Erinnerung, dass wir wissen, aha, Chi Quadrat funktioniert ja nicht nur für 2 mal 2 Kontingenztafeln, sondern eben auch für 2 mal 3, 3 mal 4, 3 mal 3, 5 mal 5 Kontingenztafeln. Ja? Und die Grundidee Die Grundidee einer Kontingenztafel kennen Sie auch noch. Hier mal nur ganz beispielhaft zwei mögliche Fragestellungen, die jetzt für einen Chi-Quadrat-Test geeignet wären. Zum einen könnte unsere Forschungsfrage sein, gibt es einen Zusammenhang zwischen Wahlverhalten einerseits, das ist hier in den Zeilen gezeigt, in den Zeilen R1, R2, R3, wenn man so will, R für Row. Und Bildung andererseits, das ist hier in den Spalten oder Columns C1, C2, C3, C4 gezeigt. Zum Beispiel könnte es also sein, dass etwas merkwürdigerweise hier
Wahlverhalten irgendwie eingegrenzt wurde auf AfD versus Linke versus gar nicht wählen. Das sind Kategorien, richtig? Und dann gibt es dieses andere Maß Bildung, was irgendwie auch in Kategorien ausgedrückt wird: Hauptschule, Realschule, Fachhochschulreife, Abitur. Ja? Ob das alles jetzt die ideale Art ist, diese Variablen zu messen, interessiert uns nicht. Aber man könnte es so machen. Hier könnten Sie jetzt einen Chi-Quadrat-Test einsetzen. Genauso können Sie aber einen Chi-Quadrat-Test einsetzen, wenn Sie eigentlich nur ein Merkmal haben. Das ist ganz irre eigentlich und wird auch relativ viel verwendet. Das ist ein großes Einsatzgebiet des Chi-Quadrat-Tests. Wenn Sie sagen, ich habe eigentlich nur, also mein C, meine Spalte gibt es in dem Sinne gar nicht, die ist eigentlich nur 1, aber ich habe drei verschiedene Zeilen. Ich habe eine Variable, in dem Fall Blutgruppe, die sich in drei oder vier Kategorien zum Beispiel einteilt. Und jetzt kann ich fragen, ich habe einfach als Medizindoktorand eine beobachtende Doktorarbeit mit Daten aus der Notfallaufnahme gemacht, also aus der Ambulanz, und frage mich, ob das Auftreten von Blutgruppen dort eigentlich gleich verteilt ist. Da hören Sie schon die Nullhypothese raus. Die Nullhypothese ist also gleich, gibt es eine Art Gleichverteilung über die Zellen. Das gilt für diesen Fall von diesen Kontingenztafeln mit zwei Merkmalen, genauso wie hier, wo ich nur eigentlich sozusagen vier Ausprägungen einer Variable habe. Die Frage ist die gleiche: Sind die Daten hier so drin verteilt, wie man sie eigentlich vom Zufall hineingeregnet erwarten würde? Oder gibt es hier eine Abweichung von der Gleichverteilung? Darauf wird es jetzt hinauslaufen. Chi-Quadrat, das Maß Chi-Quadrat, was leistet das für uns eigentlich und was bringt uns nun dazu einen Signifikanztest? Chi-Quadrat, gehen Sie da auch gern nochmal in die Statistik 1 zurück, sagt uns, nimm in jeder Zelle von so einer Kontingenztafel, was du tatsächlich beobachtet hast, und bring das jetzt ins Verhältnis, sozusagen, setzt es ins Verhältnis zu dem, was man erwarten würde in jeder Zelle, gegeben die Randhäufigkeiten. Also zum Beispiel bei dem Wahlverhalten, wenn ich dann nochmal zurückgehe, beim Wahlverhalten könnte es ja sein, dass ich eben beobachtet habe, etwa gleich viel AfD und linke Wähler und etwas weniger Nichtwähler. Dann habe ich ja also hier solche Randverteilungen, Sie erinnern sich aus der Statistik 1. Und genauso habe ich vielleicht einfach viel mehr Abiturienten in meiner Stichprobe gehabt, also habe vielleicht eine Randverteilung, die auch so aussieht, mehr Abiturienten, wenig Hauptschüler. Diese Randverteilungen können mir quasi, wenn diese Merkmale nichts miteinander zu tun haben, per Multiplikationsregel erbringen, was ich erwarten würde in jeder Zelle. Ja? Das nur zur Erinnerung. Das machen wir hier in diesem Expected. Und so können wir, wenn wir dann pro Zelle dies aufsummieren, manchmal eben auch mit so einem doppelten Summenzeichen gezeigt, eine Teststatistik ausrechnen, Chi-Quadrat. Bis jetzt nichts Neues. Kennen Sie aus Statistik 1. Das Neue ist jetzt, dass wir sagen, wir formulieren hier auch wirklich mal explizit eine Nullhypothese. Wie würde die Nullhypothese lauten? Die Nullhypothese würde lauten, na, das, was du beobachtest, observed, und das, was du erwarten würdest unter Unabhängigkeit, sollte gleich sein für alle Zellen auf Populationsebene. Die Alternativhypothese ist dann, und das ist ein bisschen spezifisch, weil wir sozusagen hier eigentlich, wir würden einfach sagen, für mindestens eine dieser Zellen, wir wissen nicht für welche und haben darüber auch keine Hypothese, aber für mindestens eine dieser Zellen in meiner Kontingenztafel ist es nicht so. Also weicht das Beobachtete, das zu Beobachtende, würde ich sagen, auf Populationsebene ab von dem, was man erwarten würde, gegeben die Randhäufigkeiten. Also nochmal, die Idee ist hier, wenn es eine Verletzung der multiplizierten Randhäufigkeiten gibt, dann heißt es, dass sich eben das nicht gleich verteilt hat auf die Zellen oder dass es sich auf Populationsebene nicht gleich verteilt. Alternativ könnte man formulieren, das ist hier aus dem Lehrbuch, dass man sagt, in the underlying populations, die dieses Sample abbildet, the sample represents, all of the proportions in the same column of the R times C, also R times C Table, also in der Kontingenztafel, sind gleich. Das heißt, egal ob ich bei den Hauptschülern gucke, bekomme ich die gleiche Verteilung zwischen AfD, Linken und Nichtwählern, oder ob ich bei den Abiturienten gucke oder bei einem der anderen Ausprägungen, die
das Verhältnis, die Proportions sozusagen, sollten immer gleich sein, wenn es eben nichts miteinander zu tun hat. Das ist hier nochmal gezeigt mit den Proportions. Das hier wäre ein Fall, da könnte man sagen, da gilt die H0. Ich habe zwar offensichtlich in dieser ersten Spalte hier viel mehr Fälle, das ist durch die Größe der Quadrate hier gezeigt, als hier, aber das Verhältnis von Grau zu Grün ist irgendwie hier gleich wie hier. Ja, das ist hier nochmal so ausgedrückt. So, wie wird daraus jetzt aber ein Signifikanztest? Der Signifikanztest wird so daraus, dass ich eben wirklich schaue, wie sollte sich denn Chi-Quadrat verteilen, wenn die Nullhypothese gilt? Und diesen Aspekt, der wird uns gleich zu dieser sogenannten Chi-Quadrat-Verteilung führen. Hier ein Zahlenbeispiel, um das für Sie ein bisschen plastischer zu machen. Ein echtes Experiment, das heißt, wir haben hier sogar eine Art Kausalbeziehung, die untersucht wird. Wir als Experimentatorinnen und Experimentatoren machen was, nämlich wir setzen unsere Probanden entweder, das ist hier in den Zeilen gezeigt, einem störenden, nervigen Lärm aus, Noise, oder nicht, no noise. Und da das richtig schön randomisiert ist, können wir dafür auch für sorgen, dass hier genau 100 in der Zeile beobachtet wurden und 100 in der Zeile, also wurden hier insgesamt 200 Probanden beobachtet. Und in den zwei Spalten, wenn Sie so wollen, haben wir hier den Outcome, also das, die abhängige Variable, das Beobachtete, das Gemessene. Nämlich wurde einem Confederate, also einer eingeweihten Vertrauensperson, einem Schauspieler letztlich, geholfen? Also war der Proband hilfsbereit oder nicht? Eine kleine inszenierte Situation. Dies sind Experimente, wie Sie sie in der Sozialpsychologie entweder schon kennengelernt haben oder jetzt dann kennenlernen. Und jetzt kann man sich fragen, also was wurde denn beobachtet? Das ist Statistik 1, deskriptive Statistik. Was wurde denn beobachtet? Es war so, dass in der Noise-Bedingung 30 geholfen haben und 70 nicht. Also 3 von 10 helfen, 7 von 10 helfen aber nicht in dieser Situation. In der No-Noise-Bedingung sieht es zumindest hier in der Stichprobe etwas ausgeglichener aus. Tatsächlich ist es sogar so, dass die Mehrheit, 60 von 100 geholfen haben und nur 40 nicht geholfen haben. Kurz Pause drücken, wirken lassen, mal selber überlegen, was das jetzt bedeutet. Deutet das jetzt erstmal hin auf einen auf die Geltung der Nullhypothese. Wie lautet die Nullhypothese nochmal genau? Fragen Sie sich das nochmal hier, ein Rückgriff auf den Slide vorher. Und wie sieht es jetzt so auf den ersten Blick aus? Aber die Frage ist natürlich, können wir jetzt dafür diese Teststatistik ausrechnen, Chi Quadrat, und können wir dann auch sagen, ob diese hier beobachtete Teststatistik signifikant im Sinne eines Verwerfens der Nullhypothese ist oder nicht. Genau, das hatte ich schon gesagt. Also, wir rechnen hier Chi-Quadrat aus, das wird für uns hier nochmal in der Tabelle aufbereitet, das werde ich jetzt aber nicht tun. Sie enden hier in dieser letzten Spalte letztlich mit diesem Ausdruck observed in jeder Zelle minus expected, das wird quadriert und dann durch expected geteilt. Und diese Einträge hier, das sind die vier Zellen, die wir haben, müssten wir jetzt aufsummieren, um dann also zu einer Teststatistik zu gelangen. Und das können wir tun und dann kommt... Dann sind wir an dem Punkt, wo wir in Statistik 1 waren. Wir haben ein Chi-Quadrat, 18,18. Und dann war immer, da haben wir aufgehört in Statistik 1 und haben gesagt, ja, ist das jetzt gut, ist das schlecht? Jetzt können wir einen Schritt weitergehen und können sagen, wenn die Nullhypothese gilt, dass es überhaupt keinen Zusammenhang gibt zwischen helfen oder nicht helfen und Lärm ausgesetzt gewesen sein oder nicht Lärm ausgesetzt gewesen sein, dann können wir jetzt sehen, wie sich diese Teststatistiken verteilen sollten. Sie sollten sich nämlich Chi-Quadrat verteilen. Und da, wenn Sie dann nochmal auf den Einfangsslide mit dem lila Kasten zurückgehen wollen, da stand, die Chi-Quadrat-Statistik ist Chi-Quadrat verteilt mit Freiheitsgraden Anzahl Zeilen minus 1 mal Anzahl Spalten minus 1. Das ist in dem Fall einfach gemacht. Das ist, wir reden von einer 2x2 Kontingenztafel. Das heißt, offensichtlich geht es hier nur noch darum, Anzahl Zeilen, 2 minus 1 ist 1,
Anzahl Spalten ist 2 minus 1, also 1 mal 1 ist 1. Also wir haben nur einen Freiheitsgrad, kurz gesagt. Wir kriegen es jetzt wohl mit einer Verteilung zu tun, die auch Freiheitsgrade hat, die also ähnlich wie die T-Verteilung irgendwie ihre Form ändern wird, abhängig von den Freiheitsgraden. Und in dem Fall hat sie nur einen Freiheitsgrad. Hier in dem Fall kürze ich das jetzt ein bisschen ab, Sie machen es im Seminar noch ausführlicher, und sage, wenn Sie jetzt mal kurz hinten in den Eid reingucken oder so, nach einer Chi-Quadrat-Tabelle suchen oder im Internet, dann werden Sie finden, der höchste tabellierte kritische Wert für eine Chi-Quadrat-Statistik bei einem Freiheitsgrad ist etwa 7. Wir hatten aber einen Wert von 18. Damit können wir das Verfahren ein bisschen abkürzen und können sagen, wir sind so weit draußen im Tail einer Verteilung, soweit in den unwahrscheinlichen Gefilden, in den Gefilden, wo sich die Verteilung so nah an die Null anschmiegt, sozusagen, dass da keine Fläche mehr drunter ist, dass wir also schließen würden, wir verwerfen die Nullhypothese. Die Nullhypothese, dass für alle Zellen auf Populationsebene das Beobachtete gleich dem Erwarteten ist, das können wir, glaube ich, verwerfen. Was bedeutet das inhaltlich? Inhaltlich würden wir schließen, so diese indirekte Logik, wir haben jetzt indirekte Stütze für unsere Alternativhypothese erwirtschaftet, nämlich, dass irgendwie hier eine Imbalance in dieser Kontingenztafel drin ist, dass es einen Zusammenhang gibt mit, war ich in der Bedingung, wo mir Neues präsentiert wurde oder kein Neues und macht es was mit meiner Hilfsbereitschaft, dann würden wir sagen, ja, indirekt können wir diese Hypothese stützen, indem wir die Nullhypothese, die gegenteilige Nullhypothese, ganz klar auf quasi jedem Signifikanzniveau verwerfen. Hier sehen Sie jetzt mal, hier unten auf diesem Slide, wenn wir unten mal anfangen wollen, da sehen Sie eine Chi-Quadrat-Verteilung, wie die eigentlich aussieht. Und die hat ein interessantes Merkmal, auf das ich dann gleich noch eingehen möchte. Wie Sie nämlich sehen, das ist eine Verteilung, die ist überhaupt nicht symmetrisch um 0. Die hat ja nur positive Werte. Sehen Sie das? Also wenn wir hier nochmal hinschauen, das geht erst bei 0 los. Das ist anders als eine T-Verteilung. Das ist ehrlich gesagt eine Verteilung, die hatten wir noch gar nicht. Wir hatten Normalverteilungen. T-Verteilungen, so als stetige Merkmale, die konnten immer dann negative oder positive Werte aufweisen. Das geht bei Chi-Quadrat nicht. Warum nicht? Klar, Chi-Quadrat, wie der Name sagt, der kommt ja nicht von ungefähr. Wir quadrieren ja auch zum Errechnen dieser Statistik und ziehen da auch nicht nochmal die Wurzel oder sowas. Dies ist ein Maß, was sich nur nach oben hin abbilden kann und folgt also so einer Verteilung. Und zu der Chi-Quadrat-Verteilung sage ich auch noch was. Hier auf diesem Slide geht es mir aber darum zu sagen, darauf hinzuweisen, dass Sie mit einem Chi-Quadrat-Test letztlich, weil die Chi-Quadrat-Statistik sowieso nur in eine Richtung anwachsen kann oder sich verteilen kann, nämlich nur in der positiven, wir eigentlich auch immer nur gerichtete Hypothesen testen, muss man so sagen. Wir testen ungerichtete Alternativhypothesen, so sollte ich sagen. Unscharf ausgedrückt. Also die Verteilung ist eigentlich eine einseitige sozusagen, die kann sich nur in einer Seite entwickeln. Aber die Alternativhypothese, die wir testen, die ist ungerichtet, so muss ich sagen. Die ist sehr unspezifisch. Die Alternativhypothese in dem Fall würde lauten, Lärm reduziert die Hilfsbereitschaft, zum Beispiel. Wenn das meine Alternativhypothese wäre, also eine einseitige Hypothese, dann mache ich eigentlich was etwas Ungewöhnliches bei diesen einseitigen Verteilungen. Kurz nochmal zurück zu einer T-Verteilung. Bleiben wir bei einer symmetrischen Verteilung. Da war es doch einfach so, dass wir gesagt haben, entweder wir haben eine einseitige Hypothese, dann werfen wir unsere Unsicherheit, habe ich immer gesagt, die ganzen 5% auf die eine Seite rüber, ja, und ignorieren die andere Seite. Da haben wir gar keine Hypothese drüber, sondern wir erlauben uns sozusagen alle 5% Unsicherheit auf die eine Seite zu packen. Was bedeutete denn das? Das bedeutete, wir waren dort ein bisschen liberaler und haben letztlich ein bisschen weniger extreme kritische T-Werte schon als ausreichend erachtet, die Nullhypothese zu verwerfen. Hier ist es jetzt so, da bei so einer Chi-Quadrat-Verteilung die Verteilung inhärent nur in einer Seite ist, ist es so, wenn ich jetzt sagen möchte, ich habe doch eine spezifische Hypothese, nämlich meine Alternativhypothese ist nicht, es gibt einen Unterschied, sondern Lärm reduziert die Hilfsbereitschaft, dann kann ich
sozusagen auch hier etwas liberaler sein. Hier steht es nochmal, dann darf ich für einen Alpha-Fehler von 5% den kritischen Chi-Quadratwert von 90% statt 95% der Fläche ablesen. Die Idee hierbei ist, das ist eigentlich ähnlich wie bei einem zum Beispiel einem einseitigen T-Test, dass ich eben also liberaler werde. Was heißt liberaler werden? Kleinere Teststatistiken, weniger extreme Teststatistiken reichen mir dann schon aus, um meine Nullhypothese zu verwerfen. Was ich hier eigentlich mache ist, ich habe ein intendiertes Fehlerniveau von 5%, aber das darf ich jetzt in dem Fall, wenn ich in dieser Chi-Quadrat-Verteilung, die halt genuin nur in eine Richtung geht, diese Möglichkeit von zwei alternativen Hypothesen abbilden möchte, dann darf ich hier letztlich einfach dieses Fehlerniveau mal der Anzahl möglicher gerichteter Alternativhypothesen, in diesem Fall zwei, multiplizieren und darf quasi in der Tabelle für 90% nachschauen statt für 95%. Das habe ich jetzt nicht ideal erklärt, merke ich, aber Sie werden es aushalten, beziehungsweise werden das sich sicher im Seminar nochmal, Sie werden es auch einfach mal ausprobieren, zu sagen, was ist denn der Unterschied, was ist denn meine kritische Chi-Quadrat-Statistik, wenn ich eine wirklich ungerichtete Alternativhypothese habe, das wäre in dem Fall also, boah, Lärm und Hilfsbereitschaft hängen irgendwie zusammen, versus ich habe wirklich eine gerichtete, in diesem Fall dürften wir sagen, zum Beispiel Lärm reduziert die Hilfsbereitschaft. Ja? Das können Sie sich dann gerne nochmal anschauen. Also, der Exkurs, den ich jetzt kurz machen muss, ist zu sagen, Chi-Quadrat-Verteilung. Eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, die nur positive Werte aufweist, sowas kennen wir ja gar nicht. Wie kommt denn das eigentlich zustande? Es gibt in den einschlägigen Lehrbüchern dazu auch was ganz Nettes. Was ich Ihnen jetzt hier gleich zeige, ist ein bisschen einer kleinen Ausführung bei Wirz und Nachtigall nachempfunden. Also, Things they did not tell me in school. Etwas, was ich erst eben, als ich angefangen habe, Statistik zu lehren, selber so richtig kapiert habe und Ihnen aber ersparen möchte und Ihnen das lieber gleich mitgebe. Was Sie hier sehen in dem Graph, ist eine normal verteilte Zufallsvariable. Normal verteilt, oder? Sieht schön gaussförmig aus. Positive, negative Ausprägungen. Ja? Das könnten irgendwelche Z-Werte, irgendwas Standard normal verteiltes zum Beispiel sein. Wenn ich die nehme und quadriere, was passiert denn dann? Dann habe ich nur noch positive Werte, richtig? Und da ergibt sich auch schon ganz leicht die sogenannte Chi-Quadrat-Verteilung, von der wir gerade gesprochen haben. Zum Beispiel auch Varianzen, wie wir sie schon kennen. Die sind auch quadriert, Sie erinnern sich, oder? Dann nehme ich immer Abstände zum Mittelwert, quadriere die. Die sind auch Chi-Quadrat verteilt. Das sieht dann etwa so aus. Das kann man sich schon ein bisschen vorstellen, wie wenn man einfach alles hochklappt. Die Werte rund um 0, die bleiben auch sehr klein. Und dann gibt es dann türmen sich so viele Werte irgendwie auf in einem kleineren positiven Bereich. Da sie aber manchmal auch sehr große Werte, also die von den Tails in der Normalverteilung, wenn sie die quadrieren, dann werden die ja noch größer, aber alle auf eine Seite. Da kommt was raus, was etwa so aussieht. Das ist eine sogenannte Chi-Quadrat-Verteilung. Und die hat eben Freiheitsgrade, abhängig davon, wie viel Freiheitsgrade Sie hatten beim Berechnen, zum Beispiel der Varianz. Das ist eine Chi-Quadrat-Verteilung. Wenn ich eine normal verteilte Zufallsvariable, irgendwas normal verteiltes nehme und durch eine, ignorieren wir mal dieses Wurzelzeichen hier und dieses n und sagen einfach, ich teile eine normal verteilte Zufallsvariable durch so eine Chi-Quadrat verteilte Variable, also durch eine Varianz zum Beispiel, durch irgendwas, was mit einer Streuung zu tun hat. Und Sie sehen natürlich, worauf das hinausläuft. Das ist was, was wir beim Standardfehler ein bisschen gemacht haben, richtig? Der Standardfehler basierte auf einer Standardabweichung, das ist eng verwandt mit einer Varianz, und teilten das durch n. Also eigentlich ist das ziemlich genau der Standardfehler. Dann kommt, Achtung, was T-Verteiltes raus. Haha, das kennen wir auch aus Statistik 1, da hatten wir genau das. Was normal verteilt ist, vielleicht ein Mittelwertsunterschied, wurde durch sowas hier geteilt und dann kam was T-Verteiltes raus. So sind wir jetzt also bei der T-Verteilung gelandet, von was normal verteiltem hin zu einer T-Verteilung. Und was ich auch noch machen kann, was Ihnen auch dieses Semester noch viel begegnen wird hier, ist zu sagen, ich habe zwei Zufallsvariablen, die beide schon Chi-Quadrat verteilt waren. Zum Beispiel das Verhältnis von zwei Varianzen.
Wenn ich sowas ausrechnen möchte, das haben wir bisher nicht gemacht, aber das werden wir noch exzessiv tun hier, dieses Semester, dann ergibt sich was, das sieht auf den ersten Blick genauso aus wie eine Chi-Quadrat-Verteilung, nennt sich aber eine F-Verteilung. Und die hat jetzt paradoxerweise, das hatten wir bisher, glaube ich, wirklich noch nicht, zwei Freiheitsgrade. Sehen Sie das? Hier steht über diesem Graph nicht einfach F-Verteilung oder F mit 5 Freiheitsgraden, sondern da steht F mit 5 und mit 20 Freiheitsgraden. Huch, wo kommt das her? Nun, das kommt daher, dass die F-Verteilung quasi, wenn sie auf zwei Chi-Quadrat verteilten Größen basiert, von der oberen Chi-Quadrat Größe einen Freiheitsgrad ererbt und von der Chi-Quadrat-Größe, die in den Nenner eingeht, auch einen Freiheitsgrad ererbt. Ja? Also das Verhältnis zweier Varianzen ist, wenn alles mit rechten Dingen zugeht, F verteilt. Das heißt, dieser Graph, das ist dann das Ende unseres kleinen Exkurses, zeigt uns, was normal verteilt ist, geht in was Chi-Quadrat verteiltes über, wenn ich es quadriere. Sehen Sie, das Rote wird quadriert, wird Chi-Quadrat verteilt. Wenn ich was Chi-Quadrat verteiltes durch was anderes Chi-Quadrat verteiltes teile, kommt was F verteiltes raus. Und dann haben wir noch gesehen, wenn ich was normal verteiltes durch was roundabout Chi Quadrat verteiltes teile, kam was T verteiltes raus. Das kannten wir auch schon. Und daraus ergibt sich, und ich sage es Ihnen mal so, dass es auch so ist, sehr schön, wenn ich was T verteiltes quadriere, zum Beispiel einen T-Wert quadriere, kommt ein F-Wert raus. Und der ist dann wieder F verteilt. Dies ist der kleine Exkurs zu den Verteilungen, auf den können Sie hoffentlich nochmal zurückgehen. Der könnte vielleicht noch ganz nützlich sein, sich das ein bisschen klar zu machen oder es auch einfach zu wissen. Schadet nicht. Genau. Dieses Beispiel zum Signifikanztest werde ich hier nochmal jetzt einfach überspringen. Vielleicht nur kurz erwähnen in diesem Beispiel. Sie sehen oft in der Ausgabe von Statistikprogrammen Chi-Quadrat-Statistiken. Also eine Chi-Quadrat-Statistik mit einem Freiheitsgrad und einer entsprechenden Wahrscheinlichkeitsangabe unter Annahme der Nullhypothese, ein P-Wert. Und oft so mitberichtet in den gleichen Tabellen. Oder Sie können ein Häkchen setzen und sagen, gib mir bitte auch den sogenannten Fischers Exakt-Test. Das ist einfach ein kleiner Brückenschlag jetzt ganz zum Ende unseres Semesters, wo wir die sogenannten nonparametrischen Verfahren machen. Fischers Exakttest war der erste nonparametrische Test, wenn man so will, der etabliert wurde im Feld. Warum der exakt heißt, werden wir dann noch besprechen. Aber es sei nur gesagt, für klassische 2x2 Kontingenztafeln mit, Achtung, wenig Beobachtungen. Das ist in der Psychologie natürlich nicht so selten, dass sie sagen, naja, eigentlich hatte ich nur, wenn ich es ausrechne, habe ich als erwartete Zellbesetzungen in manchen von den Zellen sogar weniger als 5 Beobachtungen. Also zum Beispiel, wenn sie sowas wie 20, 30 Beobachtungen haben, dann könnte es schon sein, dass pro Zelle erwartet eigentlich nur 5 oder weniger rauskommen. Und wenn das der Fall ist, dann gilt das mit dieser Chi-Quadrat-Verteiltheit nicht mehr so ganz unter der Nullhypothese. Und das wusste Fischer auch schon und hat es erkannt und hat deshalb, bisschen verkürzend gesagt, unter anderem deshalb den exakten Test entwickelt, der uns ebenfalls sagt, wie unter Geltung der Nullhypothese sich hier die Werte verteilen sollten. Und also das ist das, was hier mitzunehmen ist, bitte. Wenn kleines n dahingehend, dass pro Zelle weniger als 5 zu erwarten stehen, dann ist es sinnvoll oder das wird öfters von Ihnen verlangt werden, dann einen Fischers Exakttest zu berichten. Genau, das soll es eigentlich zum Chi-Quadrat-Test gewesen sein. Und ich möchte jetzt in ein paar Minuten eigentlich nur noch zur Abrundung Ihnen das andere Zusammenhangsmaß, mit dem wir uns sehr viel beschäftigt haben in Statistik 1, ebenfalls in einem Signifikanztest zeigen. Das kann ich ein bisschen abkürzen. Denn wir werden gleich sehen, dass das eher wieder vertrautes Terrain ist. Der Chi-Quadrat-Test, der war jetzt so ein bisschen fremdartig, weil er so eine neue Verteilung brauchte, nämlich eine Chi-Quadrat-Verteilung. Das ist hier jetzt nicht der Fall. Korrelation. Was wissen wir denn über Korrelation? Die haben wir ja verwendet als deskriptives Zusammenhangsmaß, wenn wir es mit zwei metrischen, idealerweise zwei normal verteilten, Merkmalen zu tun hatten. Warum ein Signifikanztest durchaus seine Berechtigung als zusätzliche Informationsquelle hat, wenn ich eine Korrelation beurteilen möchte, sehen Sie hier. Sie sehen hier drei Korrelationen. Was fällt Ihnen auf?
Also erstmal sollte Ihnen auffallen, hier sind es viel mehr Datenpunkte als hier, oder? Ein Merkmal x, ein Merkmal y, wir wissen nicht genau was, aber wir nehmen an, es ist das gleiche Merkmal x und das gleiche Merkmal y, dreimal gemessen, einmal in einer kleinen Bachelorarbeit, einmal in einer größeren Bachelorarbeit und einmal in einer Online-Studie mit sehr vielen Beobachtungen. Der Gag, den ich hier sozusagen verbaut habe, ist, alle drei Plots zeigen die exakt selbe Korrelation, nämlich eine milde positive Korrelation von Punkt 1, 2. Sie erinnern sich, Korrelationskoeffizienten nach Pearson können kleinstens minus 1 sein. Das wäre ein perfekter negativer linearer Zusammenhang. Die Kovarianz der beiden Variablen ist erschöpfend genauso groß, wie das Produkt der beiden Standardabweichungen wäre. Das ist ein perfekter linearer Zusammenhang, negativer in dem Fall, oder plus 1, dann ist es ein perfekter positiver. Da liegen wir irgendwo dazwischen, aber wir liegen leicht auf der positiven Seite. So, die Schlussfolgerung, die Sie jetzt aber ziehen würden auf der Basis eines Signifikanztests, ist, ja, kann man schon sagen, zu Recht sehr unterschiedlich. Wenn Sie nur an wenigen Datenpunkten dieses Punkt 12 ermittelt haben, dann würden Sie vielleicht sagen, das ist nicht genug, um die Nullhypothese zu verwerfen. Oder ich würde nicht, naja, irgendwie fühle ich mich nicht so sicher zu sagen, hier gibt es einen Zusammenhang oder die Hypothese, kein Zusammenhang ist wirklich zu verwerfen. Und hier vielleicht schon eher. Ja? Sie sehen also, wieder wie immer, der Signifikanztest, den wir gleich verwenden, ist vor allem natürlich auch eine Funktion des Ns, mit dem Sie das Ergebnis ermittelt haben. Und hat eine gewisse intuitive Power zu sagen, dass das hier eben dann vielleicht signifikant ist und das andere nicht. Was weiß ich denn noch so über die Korrelation? Wie kann ich jetzt hier vorgehen? Was wir nicht wissen über die Korrelation, ist etwas, was wir gleich brauchen werden. Wir wissen zum Beispiel hier, Beispiel Körpergröße der Mutter versus eigene Körpergröße, erhoben mit meinen Studierenden vor ein paar Jahren. Gar nicht so kleines N, sind glaube ich 88 Datenpunkte hier oder so. Da haben wir gesehen, in dieser Stichprobe ist meine deskriptive Statistik quasi Punkt 3, 4. Durchaus ein vielleicht kleiner bis mittlerer Effekt, würde man sagen. Eine kleine bis mittlere positive Korrelation bei 88 Studierenden. Wie wird daraus jetzt aber eine Teststatistik, die ich in den Signifikanztest überführen kann? Etwas, was man einfach wissen muss, was ich Ihnen jetzt hiermit mitteile, was damals Fischer und Pearson hergeleitet haben, nämlich daraus wird eine Teststatistik und vertrautes Terrain, eine T-verteilte Statistik, wenn wir R nicht so nehmen, wie es kommt, sondern es teilen durch einen Ausdruck, den man in Ermangelung besseren Wissens einfach, wenn Sie nur raten müssten, wie nennen könnte, Sie keine Ahnung haben, was das hier ist, und sich nur an Ihre T-Tests aus Statistik 1 erinnern, dann würden Sie sagen, vielleicht ist das so eine Art Standardfehler von R. Und genau das ist es. Wenn dieser Ausdruck hier unten gibt Ihnen sozusagen die erwartete Streuung von R rund um den wahren Populationskorrelationskoeffizienten an. Und diese Größe, beobachtete Korrelation geteilt durch Ihren Standardfehler, Der sieht halt nervig aus mit einer Wurzel und dann 1 minus r Quadrat hier oben und da unten n minus 2. Aber es ist irgendwie nichts drin, was wir nicht kennen. Wir kennen r, wir kennen n. Also das sollte jetzt gleich kein Problem sein, das zu lösen. Dann wissen wir, dieser Ausdruck ist t verteilt mit n minus 2 Freiheitsgraden. Ja? Dieses n minus 2, das sehen Sie auch hier, das sind die Freiheitsgrade. Das sind im Übrigen die Freiheitsgrade, die eingehen, wenn ich eine Korrelation berechne. Richtig? Da habe ich ja das eine Maß, dass ich quasi irgendwie auch wieder zentrieren muss auf seinen Mittelwert, um die Abweichungen auszurechnen. Und das Gleiche muss ich hier auch machen. Das heißt, bei den beiden habe ich einen Freiheitsgrad eingebüßt. Also nicht so verwunderlich, dass hier was n minus 2 Freiheitsgrade verteiltes rauskommt. So, schnell eingesetzt kann ich sagen, ich weiß jetzt also, und das ist eigentlich auch schon der Signifikanztest, der T-Wert, den ich hier bekomme, ist diese Korrelation geteilt durch 1 minus das Quadrat der Korrelation, geteilt durch 86, 88 minus 2, daraus die Wurzel. Es kommt ein T-Wert heraus mit 86 Freiheitsgraden von 3,375. Ein T-Wert größer 3.
Bei 86 Freiheitsgraden erinnern Sie sich an Ihre T-Tabellen oder schauen Sie mal schnell nach. Pause, T-Tabelle suchen. Da werden Sie feststellen, 86 Freiheitsgrade ist schon, da sind noch 100 Freiheitsgrade tabelliert, aber das sind wir in einem Territorium, da sind wir fast wie mit Z-Werten unterwegs, wie mit einer Normalverteilung. Wir wissen also schon, oha, auch gar kein so kleiner Wert. Und entsprechend könnten wir jetzt also sagen, welche Nullhypothese prüfen wir jetzt eigentlich mit dieser Prüfgröße, mit dieser Teststatistik? Diese Nullhypothese. Die Nullhypothese, dass es gar keinen Zusammenhang gibt zwischen x und y. Das ist also die gleiche Nullhypothese letztlich wie beim Chi-Quadrat-Test. Nur musste man ihn dort quasi über diese Zellen formulieren. Hier können wir ihn mal schön grafisch darstellen und können sagen, wenn die Nullhypothese wahr ist, dann sollte auf Populationsebene das etwa so aussehen. Also wenn wir auf einem Planet leben, wo zum Beispiel die Körpergröße wird nur väterlich vererbt, ja, und dann gilt die Nullhypothese, dass die eigene Körpergröße mit der mütterlichen Körpergröße nichts zu tun hat, dann würde das auf Populationsebene so sich verteilen. Man könnte also damals zu einem griechischen Buchstaben Rho greifen statt R und sagen, der wahre Wert, der Parameter der Korrelation zwischen x und y ist 0. Und daraus, wenn wir aus dieser Wolke Stichproben ziehen mit n Beobachtungen, dann zeigt uns die Formel auf dem Slide vorher, wie sich diese Rs verteilen sollten. Die sollten sich nämlich t verteilen mit n-2 Freiheitsgraden, wenn wir diese Formel anwenden. Ja? Das war hier nicht der Fall. Das können wir machen. Wir können die t-Verteilung nochmal zünden und können sagen, na gut, schauen wir mal nach. So ein T-Wert von 3,4, sagen wir mal, 3,375 mit 86 Freiheitsgraden. Wie war das nochmal? Jetzt haben wir es wieder zu tun mit einer zweiseitigen Verteilung. Wir haben aber wir wollen einen ungerichteten Hypothesentest machen. Dann würden wir ja sagen, wir wollen auf dem 5%-Niveau testen. Dann wollen wir auf einer Seite aber nur die Hälfte unserer Unsicherheit haben, würden also bei 97,5 nachschauen und landen hier irgendwo zwischen 80 und 90 Freiheitsgraden. Sehen Sie, das 86 ist gar nicht tabelliert. Im Computer könnten wir es genau ermitteln, aber hier, das muss jetzt reichen. Sagen wir mal, wir schauen mal kurz bei 80 rein. Sie sehen schon, es ist eigentlich wieder wie vorher bei dem Chi-Quadrat-Beispiel. Es ist ein bisschen egal, wo Sie hier hingucken. Sehen Sie das? Nirgends taucht ein Wert auf, der auch nur annähernd so groß ist. Daraus können wir mit gewissem Vertrauen schließen, okay, unsere beobachtete Teststatistik ist so extrem unter der Annahme der Nullhypothese, dass wir diese Nullhypothese verwerfen, ja, und es eben davon ausgehen, in Einklang mit unserem Weltwissen, dass es vermutlich einen Zusammenhang gibt zwischen mütterlicher und eigener Körpergröße. Genau. Das war's für heute. In einer knappen Dreiviertelstunde eine Aufwärmung der Idee, was war eigentlich nochmal ein Signifikanztest? Und das dann auch gleich beleuchtet, indem wir uns eben noch zwei neue Fälle von Signifikanztests angeschaut haben, nämlich wie kann ich eine Chi-Quadrat-Statistik auf Signifikanz testen und was für eine Nullhypothese teste ich dann eigentlich? Das ist ganz wichtig. Und zweitens, wie kann ich eine Pearson-Korrelation auf Signifikanz testen? Und praktisch gesagt, wo kommen denn all diese P-Werte her, die mir Jamovi oder andere Programme mit den Korrelationen immer ausspucken? Und die kommen genau aus so einem T-Test für die Korrelation, den wir jetzt hier heute noch zusammen gemacht haben. Ich bedanke mich und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Nächste Woche geht es ins allgemeine lineare Modell. Tschüss.